Hallo liebe Testchecker, in diesem Monat mache ich mich gleich mit dem ersten Spiel völlig zum Affen. Ape Escape 2 von Sony für die PlayStation 2 ist bizarr. Ist ein wirklich gutes Spiel, Spielszenen sehen wir gleich noch, hat nur ein Problem. Es ist irgendwie einfach wahrscheinlich nicht cool genug und deshalb wird es keiner kaufen. Ein Beispiel. Ihr spielt GTA Vice City, ihr könnt euren Freunden davon erzählen, ihr seid sehr cool. Ihr spielt Ape Escape 2, ihr erzählt euren Freunden, ja, also ich spiele da diesen Typen und die Welt ist überrollt von verrückt gewordenen Affen und Hosen gibt's auch jede Menge und irgendein Bösewicht, der Vitamin Z-Bananen an irgendwelche Affen verfüttert hat und die müssen wir jetzt mit einem Gotcha-Netz wieder einfangen. Ihr versteht, was ich meine? Es ist nicht cool. Aber es spielt sich wirklich super und das sehen wir jetzt gleich. Also, ich spiele diesen Jungen, Hikaru, der bewaffnet ist mit einem Netz. Er hat auch noch andere Gerätschaften, die seht ihr oben rechts in so einem Zelda-mäßigen Interface. Hier haben wir zum Beispiel gerade kurz den Hula-Hoop-Ring benutzt, mit dem man, wenn man den rechten Analogstick im Kreis dreht, sprinten kann. Hier haben wir jetzt unsere Keule ausgepackt, um einige Monster zu verkloppen. Das auf unserem Kopf ist übrigens so ein kleiner, durchgeknallter Affe, unser Sidekick, der ab und zu mal wertvolle oder auch weniger wertvolle Tipps gibt. Hier jetzt mal ein Rätsel. Ich muss mit der Keule auf diesen Knopf hauen. Das Fragezeichen leuchtet auf. Aha, da kommt jetzt der Aufzug. Und oben sehen wir schon einen von diesen depperten Affen mit den komischen Helmen auf dem Kopf. Und diese Affen muss ich einfangen. In jedem Level eine bestimmte Anzahl. Also hoch auf den Aufzug. Schnell das Netz in die Hand genommen und Gotcha! Auf diese Weise fangt ihr nach und nach alle Affen in einem Level ein. Das Ganze ist ziemlich abwechslungsreich, steuert sich ziemlich innovativ und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert für Leute, die keine Angst vor etwas obskuren, bizarren Spielideen haben. Mir hat's gut gefallen. Auf zum nächsten. Alpine Racer 3 von Namco ist ein Arcade-Ski-Rennen mit Trickeinlagen, muss sich also deshalb den direkten Vergleich mit SSX Tricky gefallen lassen und in diesem direkten Vergleich muss ich sagen, ist SSX Tricky, glaube ich, in allen Bereichen Punktsieger. Also, ich habe SSX ziemlich viel gespielt, das hier natürlich nicht so viel, sondern eher so angespielt, aber sowohl grafisch und vor allem, was den Sound angeht und die ganze Atmosphäre drumherum, hat mich SSX einfach viel, viel mehr angemacht. Wenn ihr also nicht gerade der Hardcore-SSXler seid, der das Spiel nicht mehr sehen kann, aber sowas Ähnliches wieder spielen will, dann könnt ihr hier sicherlich mal reinschauen. Wenn ihr aber SSX vielleicht noch nicht kennt oder so, dann auf jeden Fall eher dazu greifen. So, hier spiele ich jetzt gerade Hot Wheels Velocity X Maximum Justice für die PS2. Das ist so ein cooler Spielename, den muss ich jetzt einfach direkt nochmal sagen. Also, das Spiel heißt Hot Wheels Velocity X Maximum Justice. Spitzname. Das Spiel selbst ist nicht ganz so spitze, ist eine mehr als mäßige Mischung aus Rumble Racing und, weiß ich nicht, Destruction Derby. Also es gibt so Renneinlagen in den Missionen, die seht ihr hier, wo ihr zwischendurch auf Knopfdruck Tricks machen könnt, wie euer Auto drehen, das habt ihr eben schon mal gesehen. An bestimmten Abschnitten kommt dann so eine Zwischenszene und ihr gelangt in so eine Art Arena-Modus, wo ihr andere Fahrzeuge zerstören müsst, indem ihr Power-Ups aufsammelt und auslöst. Das Ganze leidet ein bisschen A, natürlich unter der etwas armseligen Grafik, das sieht man sofort, und B, das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, durch die ziemlich ätzende Steuerung. Also man kann überhaupt keine vernünftigen Burnouts machen, sich auf der Stelle drehen oder sonst irgendwas, was irgendwie an Dynamik erinnern würde. Also das bricht dem Spiel, so zumindest ist das mein erster Eindruck beim Anspielen, das Genick. Aber vielleicht ergibt sich mit der Zeit ja noch was. Genaueres lest ihr wie immer im Test. Das ist nur meine bescheidene angespielte Meinung hier. Weil wir nicht zum Spaß hier sind, müsst ihr euch jetzt den kompletten Vorspann von diesem Spiel hier antun. Ich werde euch nicht schonen. Er kommt. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann.
Zart beseitete spulen jetzt lieber vor. Harte Burschen packen ihre David Hasselhoff-Platten aus und fahren sich parallel I've Been Looking for Freedom rein. Knight Rider, das Spiel ist da. Und es ist richtig, richtig schlecht. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. In dieser ersten Mission hier sollen wir nämlich einen flüchtigen Verbrecher verfolgen. Der flieht da vorne in seinem Auto. Oben links seht ihr die Entfernung, die ihr zu ihm habt. Das Dumme ist nur, ihr könnt nicht viel näher als 90, 100 Meter ran. Das Spiel lässt euch nicht näher ran. Auf der anderen Seite, das zeige ich euch jetzt hier mal, könnt ihr Mist bauen, wie ihr wollt. Und ihr seid irgendwie 300 Meter weg und verliert ihn aus den Augen. Völlig Schnurz. Ihr setzt einfach irgendwann eine von den Kid Powers ein, springt da irgendwo drüber und dann seht ihr oben links, ich bin jetzt super schnell wieder auf die 100 Meter ran, aber es geht dann halt nicht weiter. Das Spiel lässt mich nicht. Das nennt man mal Spieldesign. Motiviert mich total. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ich habe nur die eine Mission hier angespielt für den Testcheck. Ich gehe aber mal schwer davon aus, dass sich da nicht mehr viel dran ändert, aber das lest ihr im Test. Guckt euch das Trauerspiel hier noch ein bisschen an. Auf jeden Fall habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das Spiel verkauft mich für dumm. Aber, seien wir mal ehrlich, wie intelligent kann ein Auto sein, das so ein Typen mit so einer Frisur durch die Gegend fährt? Das Knight Rider war übrigens für die PS2, genauso wie das Spiel hier, Lego Drone Racers. Und ich muss ehrlich sagen, nach der ersten Strecke, die ich gespielt habe, die habe ich euch hier nicht gezeigt. Ich meine es ja doch ganz gut mit euch, vor allem nach dem Knight Rider Schock. Nach dieser ersten Strecke habe ich gedacht, das wird das erste Spiel mit einer einstelligen Wertung in der Geschichte der GamePro. Aber die zweite Strecke hat mich ein bisschen wieder wohlwollender gestimmt. Immer noch kein gutes Spiel, aber immerhin erträglich. Die Strecke hier sieht ganz nett aus. Das Fahrzeug hier steuert sich wesentlich besser als das, was ich davor hatte. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es immer noch ein Spiel ist, was keiner braucht. Schade, weil Lego ist eigentlich immer sehr cool. Wo wir gerade bei Lego sind, da hätte ich noch eins im Angebot, auch für die PS2, Lego Island Extreme Stunts. Schlägt so ein bisschen in die Chase Stuntman Kerbe. Was mir gut gefällt, es bringt den Lego-Charme ein bisschen besser rüber durch die Zwischensequenzen mit netten Lego-Männchen und so. Außerdem passt das Szenario viel besser zu Lego als ein reines Rennspiel, finde ich. Hatte mich also nach so den ersten stimmungsvollen Zwischenszenen so ein bisschen drauf gefreut. Das Spiel selber ist allerdings auch extrem mäßig. Hier im ersten Stunt soll ich jetzt auf einer Autobahn einen anderen von der Straße rammen. Hey, deine Kiste hat auch einen zweiten. So, los geht's. Mit dem X-Knopf drücke ich aufs Gas, Quadrat bremst und mit der Kreistaste löse ich Power-Ups aus. Ja, was soll ich zu der Grafik sagen? Einigen wir uns auf zweckmäßig? Klingt gut, oder? Zweckmäßig. Wir könnten ja sagen, die Grafik spiegelt den Lego-Charakter wieder, auch was die Qualität der Texturen angeht. Mein Lego-Steinchen sind ja auch nicht so detailliert. Wie dem auch sei, eins muss man dem Island Extreme Stunts lassen. Im Gegensatz zu dem Drone Racers, was ich wirklich niemandem empfehlen würde, auch keinen Kindern oder so, dafür ist die Steuerung viel zu hakelig und träge. Das hier taugt für jüngere Lego fanatische Jungs oder so sicherlich was. Kann man sich geben. Harmlose Unterhaltung ergänzend zum Lego. Für ältere Normalo-Spieler kommt sicherlich überhaupt nicht in Frage. New York Runabout 3 für die PS2 war mir auf Anhieb sympathisch. Ich wollte schnell ins Spiel einsteigen, suche mir eine Mission aus und die Mission sagt, okay, du sollst deine Freundin zum Battery Park bringen. Alles klar, Freundin in den Park fahren, hört sich nach einer guten Idee an. Ich komme in das Menü zur Fahrzeugauswahl und siehe da, ich darf einen Panzer wählen. Ich muss sagen, ich finde, ein Panzer ist genau das Fahrzeug, mit dem ich meine Freundin in den Park fahren würde. Leider steuert sich der Panzer hundsmiserabel, was dazu führt, dass ich haufenweise Leute überfahre und Autos zerschrote.
Dabei bin ich eigentlich so ein friedfertiger Mensch. Deshalb habe ich das auch nicht lange durchgehalten mit dem Panzer. Euch gönne ich aber noch ein paar Momente der Zerstörung, bevor ich euch das Spiel nochmal mit einem vernünftigen Auto zeige, von dem ich dann dachte, dass es sich bestimmt viel besser steuert. Ich glaube halt immer noch an das Gute im Spielen und werde immer wieder enttäuscht. Auch hier. Das in Anführungsstrichen normale Auto steuert sich nämlich nicht wesentlich weniger träge als der Panzer, so dass ich auch hier willenlos durch die Straßen schlingere. Ich muss sagen, von all den Gurken, und davon hatte ich ja nur wirklich so einige, hat mir das hier fast noch am meisten Spaß gemacht, weil es einfach so unglaublich trashig ist. Also ich würde sagen, wenn ihr eine Zockerparty macht, das Spiel darf eigentlich auf gar keinen Fall fehlen. Ihr werdet viel, viel Spaß damit haben. Geld sollte man dafür allerdings nicht ausgeben. Vielleicht eher in der Videothek ausleihen oder weiß der Geier. Kumpel ausleihen oder so. Oder zusammenschmeißen für eine gute Trash-Party. Auch immer eine gute Sache. Während ihr die Kohle zusammenkratzt für dieses Juwel, machen wir mal hier weiter. Robotech Battlecry, hier für die Xbox im trendigen Cell-Shading-Look, ist ein Mech-Spiel mit einer Lizenz. Ich hab's nicht so wahnsinnig lange anspielen können für den Testcheck. Ich glaube, dass es ein Spiel ist, das man ein bisschen länger spielen muss. Ich habe ja ein bisschen recherchiert vorher und es ist ein Mech-Spiel und ihr könnt euch transformieren. Also ab und zu seid ihr so ein Flugzeug, aber ab und zu auch ein Mech, ein Riesenroboter, der zu Fuß läuft. Marco kann euch im Test mehr dazu sagen. Ich kann nur von meinem ersten Eindruck sprechen, fand es ein bisschen eintönig. Aber durchaus ansprechend. Also ist auf jeden Fall mit Liebe gemacht. Ist nicht so eine lieblose Gurke wie so einige andere Spiele, die wir in den letzten 5 Minuten gesehen haben oder so. Also kann man sich als Fan schon geben. Willst du auch was haben? Nach all den Spielen, zu denen ich ja doch eine recht klare Meinung hatte, kommt jetzt eins für die PS2, RTL Skispringen, bei dem ich echt hilflos bin, weil das ist wieder eines von den Spielen, zu denen ich irgendwie so wirklich gar nichts sagen kann. Kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen. Muss man mögen. Ich würde mir auch kein Skispringen im Fernsehen angucken. Worum geht's? Ihr seid ein Skispringer. Ihr habt unten rechts verschiedene Anzeigen. So, jetzt müsst ihr irgendwie die Balance halten mit dem linken Analogstick. Dann müsst ihr den richtigen Absprungpunkt erwischen, mit X abspringen und dann irgendwie auch mit X die Landung deichseln. Das haben wir von ihm schon besser gesehen. Ich hab's nicht wirklich geschnallt und hatte nach einer Viertelstunde auch keine Lust mehr. Mag euch anders gehen. Scorpion King, Aufstieg des Arcadias, hier in der GameCube-Fassung. Ich bin Spieleredakteur und ein Vorteil in meinem Job ist es, mit ein bisschen Erfahrung erkennt man diese typischen: wir machen ein liebloses, grausames Action-Adventure zu einem erfolgreichen Film und gucken, an wie viel Dumme wir es verkaufen können, Spiele. Und das hier ist so eins. Ich weigere mich, es sehr viel länger als durchs Tutorial zu spielen. Unser Tester musste länger ran. Er hat mein Mitleid. Euch reichen hoffentlich die paar bewegten Bilder hier. Ähnlich hart fällt leider auch mein erstes angespielt Urteil zu X-Men Next Dimension aus, hier für den GameCube. Es gibt eine Menge gute Beat'em-ups. Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, das hier zu spielen. Außer ihr, weiß ich nicht, habt euer Zimmer voll mit X-Men-Postern, habt alle Comics gelesen, habt den Film 50 Mal gesehen und könnt ohne X-Men nicht schlafen und auch nicht vor der Konsole sitzen. Aber auch nur dann. In allen anderen Fällen schaut euch nach einer sinnvollen Alternative um. Da gibt's sicherlich ein paar von. Silent Scope 3 für die PS2. Mittlerweile doch arg ausgelutschtes Spielprinzip, das ohne den Controller aus der Spielhalle ohnehin nur höchstens ein Viertel so viel Spaß macht.
Spiele, kurz, langweilig, braucht keiner. Ich glaube, wenn es nicht so gewalttätig wäre, hätte es überhaupt kein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So, ja, redet man halt ein bisschen drüber, macht das Spiel aber immer noch nicht überdurchschnittlich gut. SOS Final Escape. Spannendes Spielprinzip. Ihr müsst aus einem Katastrophengebiet entkommen. Ist so ein Spiel, wo ich ganz ehrlich sagen muss, nach der Anspielzeit, die ich für den Testcheck jetzt mir genommen habe, kann ich dieses Spiel einfach nicht adäquat beurteilen. Das muss man wirklich länger spielen. Was ich sagen kann ist, ich fand es recht spannend, weil das Szenario einfach mal erfrischend anders ist. Hab aber auch schon so ein paar Sachen gehabt, die meinen Eindruck so ein bisschen getrübt haben. Zum Beispiel ist es einfach technisch nicht besonders überragend. Es ist ein bisschen träge. Und, was mich echt gestört hat, es gibt so ein paar Stellen direkt am Anfang, wo man seinen Tod irgendwie nicht so richtig verhindern kann. Also man latscht irgendwo lang und dann brechen Felsbrocken über einem zusammen. Auf sowas stehe ich ja eigentlich gar nicht in Spielen. Vielleicht gibt's aber eine Möglichkeit, das doch irgendwie zu verhindern. Keine Ahnung, dazu habe ich's echt nicht genug spielen können. Aber durchaus anspielwert. Sollte man echt mal ausprobieren. Also ich möchte es nicht verdammen von vornherein. Würde ich gerne mal noch ein bisschen mehr Zeit mit verbringen. Werde ich wahrscheinlich privat tun. So, zum Schluss seht ihr jetzt gleich hier noch eine der Stellen, von denen ich sprach. Wir laufen hier unbedarft lang und zack, Game Over. Sowas ist dumm. Aber weiß nicht, wie oft es kommt. So, als nächstes Tasmanian Tiger. Das Spiel habe ich vor einiger Zeit in der Preview-Fassung schon mal ungefähr 2 Stunden gespielt, kann also einiges dazu sagen. Ist ein recht konventionelles Jump'n'Run mit typischen Aufgaben. Lebt von seinen Waffen. Ihr habt verschiedene Sorten von Bumerangs, die haben verschiedene Power-Ups. Das Spiel hat primär eigentlich ein Problem. Es gibt einfach unzählige bessere Jump'n'Runs und dementsprechend eigentlich keine wirkliche Notwendigkeit, sich ausgerechnet das hier zu kaufen. Aktueller Beweis, Sly Raccoon, das mit dem Spiel hier den Boden aufwischt. So, weil wir ja erst 30 Billionen Rennspiele in diesem Testcheck hatten, hier noch eins. Furious Karting für die Xbox hatten wir schon mal in den DVD-News. Das Einzige, was mir ehrlich gesagt spontan bei dem Spiel einfällt, ist, ich will endlich Mario Kart für den GameCube. Bitte, bitte, bitte bringt's raus. Okay, aber wir waren bei Xbox und naja, wer auf Kartspiele steht, kann sich das sicherlich mal angucken. Ist nicht ganz schlecht, aber naja, super lange spielen würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht. Während jetzt hier noch die bewegten Bilder zu Superman, Man of Steel für die Xbox laufen, grafisch ganz hübsch, spielerisch eher mäßig, möchte ich mich von euch verabschieden. Das war der Testcheck in diesem Monat. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein super gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt fette Weihnachten gehabt, fette Geschenke gekriegt und wir hören uns im neuen Jahr in 2003 mit dem nächsten Testcheck wieder. Bis dahin, Zock on!